Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 3. Heute spielen wir Modern Warfare 3 Team Deathmatch auf der wunderbaren Map Hardhat. Mit dem Plünderer Extra können Sie bei gefallenen Feinden Ihre Munition auffüllen. Das war ein kleiner Tipp von Eltern und jetzt gehen wir gleich ins Spiel und wir suchen uns gleich die Waffen aus. Wir nehmen heute mal die UMP45, die MP412 als Perks, Aufklärung, Schnellziehen, Pro, Todesstille, Splitter und Blendgranate kommt natürlich auch mit. Das Spiel beginnt in 3 Sekunden und da sind wir schon. Das ganze Team ist hier aufgestellt in Reihe und Glied. So, wir nehmen jetzt am besten die MP. Gehen wir nach vorne, huschen nach vorne. So, meine Halsschmerzen sind weg, ihr hört es. Jetzt gibt es endlich wieder neue Let's Plays von mir. Und ja, los geht's, würde ich sagen. So, jetzt bin ich hier gerade im Tunnel. Da vorne ist eine Flashbang-Granate. Jetzt müssen wir da vorne mit dem Raum mit einer Granate sichern. Und da ist noch eine Granate. Der Raum ist ganz hell. Am besten lege ich mich jetzt auf den Boden. Oh, da hat sie mich schon erwischt. So, wir müssen jetzt Kamikaze 1200 folgen. Weil alleine ist immer scheiße. Zu dritt ist immer besser. So. Da vorne ist schon einer. Am besten eine Granate schmeißen. So. Und nun sicher auf dem Boden kapieren. Gucken nach dem Score. Wunderbar. Null Kills noch. So, wir gehen weiter durch die Röhre nach vorne. Huschen nach vorne. Da ist die Dixie-Toilette. Da wollen wir nicht hin. So. Wenn ihr hier seid, müsst ihr richtig aufpassen, weil da kommen die Feinde. Genau da ist es ein... ist es gefährlich und da hat es mich schon wieder erwischt. Da habe ich nicht aufgepasst, wenn ihr in der Röhre seid, immer eine Granate nach vorne schmeißen, um einfach den Raum zu sichern. So, und das ist der erste Kill, 100 Punkte und oh, da hat es mich erwischt, wo ich die Waffe nachgeladen habe. Das hätte mir eigentlich nicht passieren sollen. Oh mein Gott. So, oh, gleich nochmal. So, jetzt muss ich gleich mal andere Waffen nehmen hier. Ich nehme am besten die Striker und die Scorpion. Fingerfertigkeit Pro, Hardliner und Stalker nehme ich auch mit. Oh, da hat es mich schon erwischt, da bin ich schon wieder. Jetzt mit der Striker, eine Shotgun mit einer extrem hohen Durchschlagskraft. Und die kleine Scorpion, ja, ist immer gut für kleine Räume. So, gehen wir mal durch die Röhre, gleich nach links, nach oben. Und wir haben unseren ersten Killer-Ziel. Das ist der Dylan Killer. Der ist jetzt nur noch Hackfleisch. So, Waffe nochmal nachladen. Ist ja schon nachgeladen. So, da vorne ist irgendwas. Ach ja, das sehe ich schon. Jetzt nimmt ihr am besten die Scorpion und schießt auf den Heli. Das ist nämlich sehr gut. Da könnt ihr den Heli ein bisschen in Schach halten. Oder auch nicht. So, jetzt gehe ich weiter mit der Striker, schieße weiter nach vorne. 20 Punkte für einen Assi. Jetzt lade ich meine Waffe nach. Zack, 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 zack. Ja, wunderbar. Da hat es mich aber schon erwischt hier vom Himmel, von so einer Drohne hier. Jetzt schieße ich wieder mit der Scorpion nach oben. Und das Viech hat mich schon im Visier, aber nicht mit mir. Die Scorpion ist eine sehr gute Waffe. Und man kann sogar noch die Helis vom Himmel treffen. Das ist kein Problem. So. So, wir nehmen eine neue Waffe. Das ist heute die RSASS. Und natürlich noch dieses komische Teil da, dieses Teil, dieses Rocket Launcher-Ding. Weil, was am Himmel ist, das macht mir ein bisschen Angst. 250 Punkte Volltreffer, ein sogenannter Headshot habe ich erzielt. Jetzt nehme ich am besten dieses Teil. Oh, da wurde das Ding schon vom Himmel geholt. Ja, auch nicht schlecht. So, weiter geht's. Jetzt mit der wunderbaren Sniper hier. Ihr seht schon, ihr könnt richtig viele Schüsse auf einmal loslassen. Baf, baf, baf. Das Ding geht richtig ab. Für einen Sniper-Schütze ist natürlich optimal. So. Da vorne werfe ich jetzt erstmal ein bisschen C4 und warte auf die Opfer. Kommt keins. Naja, egal. Bam. Oh, da ist einer. Zack, zack, zack. Wunderbar, einen Doppelabschuss habe ich auch erzielt. So, wir müssen nach vorne. Hier mein Score, 5 Abschlachtungen und 11 Tode. Ist nicht gerade gut, aber egal. Da ist einer. Oh. Was natürlich gut an der Waffe ist, es funktionierte wie ein MG, kann man schon sagen. Nur mit einer viel höheren Durchschlagskraft. Und na klar, ihr müsst das Ziel natürlich auch treffen, sonst bringt das alles nichts. So, da vorne ist wieder einer. Ihr könnt natürlich auch diese Waffe benutzen. Einfach etwas markieren hier, Ziel erfassen. So. Ziel nicht erfasst, egal. So, da hinten ist eine Ballistikweste. Die ist, bringt eigentlich kaum was, aber die packen wir gleich mal ein. Aber erst, wenn ich die Sniper ausgepackt habe.
200 Punkte Spielverderber habe ich eingepackt. Oh. So, jetzt bin ich im Waffenrang natürlich nach oben gestiegen. So. Da ist einer. Springt durch das Fenster. Jetzt C4 werfen. Puff. So. Und. Oh nein. Hat nichts mehr gebracht. Ich wusste nicht, wie ich C4 zünde. Hätte mich ein bisschen länger mit der Materie auseinandersetzen sollen. Und da ist einer. Da war ich zu fokussiert auf meine, auf meinen Rocket Launcher. Das hätte mir nicht passieren sollen. So, das Spiel ist gleich zu Ende. Wir gewinnen. Es steht 7.100 zu 6.700. So, jetzt gehen wir in die Röhre rein. Es wird gefährlich. Mit C4 löst er mich aus. Wow. So, aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Hier. Eine kleine C4-Packung. Oh. Jetzt fehlt noch ein Kill bis zum Ende. So, der Kill, den muss ich doch noch reißen hier. Den muss ich doch noch reißen. Und wir haben gewonnen. 7.500 zu 7.400. Ein richtig knappes Ergebnis. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von eurem YouTube Gamescom. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. See you later, Alligator. Ciao.